Willkommen zurück zu Let's Play Lufia 2. Ich habe jetzt offscreen die drei Kisten geholt, die da oben in dem Turm waren. Das war einmal so ein Feuerdolch, dann eine Rüstung für Guy. Gucken, was war das nochmal? Es war eine Kamu-Rüstung. Und für Tier war es irgend so eine Dreckskette, keine Ahnung, was es war. Ist mir auch egal. Tier ist mir auch egal. Es geht jetzt weiter und ja, wir schauen uns mal dieses kleine Dörfchen oder Stadt an. Clamento, okay. Der Südturm hat gebebt. Was ist passiert? So, zu kompliziert für dich. Ist das nicht ein schöner Ring? Ja, wirklich, hübsch. Ist er aus Glas? Ja, du kannst ihn dem Glasladen kaufen. Glasladen. Willkommen im Zauberladen. Ja, schön. Zauber. Funke. Ja. Haben wir alles? Haben wir Panzer? Oh. Brauchen wir bestimmt auch irgendwie mal. Erlösung, was ist das denn? Ja, Paralyse auf. Ja, komm. Flucht. Bringt dich sicher aus Labyrinthen. Ah, auf jeden Fall. Gut. Fällt mir mal gerade was ein. Shop. Hallo, was kann ich für euch tun? Na, mal schauen, was du so hast. Kraftwasser brauche ich nicht. Ja, Krafttrank ist das. Das ist was anderes. Das ist was anderes. So, kauf mir mal 23, was ist aber. Hm, Warp. Gut. 5. Waffen. Eine Route, okay. Rüstung. Ah, da haben wir schon gleich was für Tier noch. Von mir aus. Susanne. Holz. Was? Holzhelm? Gott. Ich trage Holzhelm, oh mein Gott. Holy shit, ich trage Holzsachen. So, was soll mich vor Dämonen schützen? Ist klar. Ja. Ich werde hier nochmal einen kleinen Cut machen, weil mir ist gerade was eingefallen. Muss ich nochmal kurz überprüfen, bevor ich weiter mache. Also, so, da bin ich wieder. Ja, mir ist aufgefallen, ich habe was nicht vergessen. Vielleicht kann ich das Spiel nochmal holen. Sonst tut es mir leid, dass ich es nicht gezeigt habe. Und zwar habe ich ein Kapselmonster vergessen. Was das ist, werde ich euch gleich erzählen können. Aber ich habe es leider das erste vergessen. Und ich hoffe, ich kann es irgendwie noch nachholen. Ansonsten tut es mir sehr leid, dass ich es nicht gezeigt habe. Aber ich hoffe, ich kann es noch nachholen. So viel dazu. Cloud, der reichste und mächtigste Mann des Dorfes, lebt in einem riesigen Haus da hinten. Alles klar, wie will das sein? Ich bin Cloud, der reichste Mann im Dorf. Ich verstehe, ihr seid Krieger. Wart ihr schon mal in der Nordhöhle? Nein, aber warum fragst du? Es gibt ein Gerücht, dass dort ein Rubin ist, der Form eines Apfels ist. Der Form eines Apfels. Keine Ahnung, weiß ich gar nicht. Leider sind dort zu viele Monster, so dass ich nicht an den Rubin heran kann. Ich muss den Rubin aber einfach haben. Verkauft ihr ihn mir, wenn ihr ihn findet? Natürlich zahle ich euch, was immer ihr fordert. Ich bin nicht geizig. Ich weiß, wie man mit Geld umgeht, sonst wäre ich nicht so reich. Liebling, der Glasladen hat die Miete immer noch nicht bezahlt. Die sind immer zu spät. Was, schon wieder? Ich habe ihnen gesagt, wenn das noch einmal vorkommt, fliegen sie raus. Was machen wir? Mal sehen. Ups, belästige unsere Gäste doch nicht mit solchen Dingen, Liebling. Warum nicht? Es ist doch nichts Falsches daran, die Wahrheit zu sagen. Haha, hast du nicht noch etwas draußen zu erledigen, Liebling? Schon gut, schon gut. Entschuldigt ihr Benehmen. Wie peinlich. Hahaha, ja, leck mich doch. Geldgeist Arschloch. So, was war hier? Ich hörte, Jaffa hat seine Glaskunst vor langer Zeit auf dem Ostkontinent gelernt. Der Apfelrubin wurde von Jaffas Lehrer gemacht und ist jetzt der Nationalschatz. Okay. Was ist der Glasladen? Hallo.
Das sind echt Kunstwerke aus Glas. Hast du die alle hergestellt? Nein, mein Mann ist der Künstler. Wirklich, ist er zu Hause? Nein, er ist unterwegs. Er sucht schöne Dinge, um sie in Glas einzugießen. Aber er müsste schon lange zurück sein. Er war noch nie so lange weg. Entschuldigt, ich rede zu viel. Habt ihr etwas gefunden, das euch gefällt? Ah, schauen wir mal, was ihr so habt. Waren. Ohrschmuck, ja, von mir aus für Tier. Glasring, auch für Tier. Glasarmband, kannst du auch haben, von mir aus. Ja. Tolle Sachen für Küste Krieger. Aber schauen wir mal in Nordhöhle vorbei. Ups, das war der Tempel. Da müssen wir doch nicht hin. Oh ja. Die Killerkrabben. Ja. Miko hat jetzt übrigens einen Feuerdolch, den ich da oben in diesem Turm gefunden habe. Ja. Deswegen ist der Schaden auch so gut. Ja, geil, immer noch diesen Donner Kuraki oder wie das Ding da heißt. Wer das Tier angreift, weiß jetzt gar nicht mehr, ist mir auch Rille. Und weiter geht's. Nächster Kampf. 24, super. Oh je, oh je. Paralyse, niemanden getroffen. Super Attacke. Das will ich ja können. Einfach nur angreifen, niemanden treffen. Boah. Jawohl. Und, ich soll doch lieber mal ins Inn gehen. Alter. Ups, vorbeigelaufen. Ja. Wir schlafen. Und frisch ausgeruht gehen wir jetzt Richtung Nordhöhle. Auf dem richtigen Weg, nämlich rechts lang. Nein! Ach, schon wieder solche Krabben. Aufkommen ist drei. Ja, einer muss ja immer aus der Reihe tanzen. Mann, Mann, geil, machst gerade wenigstens Schaden. Mit gut. Ja, also Tier macht mir langsam Angst hier mit ihrem 81 Schaden. Was denn da passiert? Ja, Tier ist auch noch Level up. Hinein in die Höhle. Ja, und zwar. Das ist eins meiner Ziele, da hinzukommen. Oh, Spinnen. Ja, jetzt sind Spinnendolche nicht mal. Der wäre cool gewesen. Yeah. Okay, es leckt gerade etwas. Warum auch immer. Warte, kam der leckt den gerade her. So, Sträuche wegmachen. Nur lass mal rechts noch. Ah, verdammt! Ganz übersehen. Bombe. Geheimeingang! Geheimeingang. Geheimeingang. So, ja. Ja, Kämpfe gehe ich absichtlich aus dem Weg, weil. Akle müsste nicht. Muss ich ja nicht mehr. Drück mit Kraft. Kraft. Geballter nach links die Schalter. Okay. Achso, wir müssen irgendwie alle nach links. Ah, geschafft. Geil. Noch ein Gang. Jawohl, und da ist er ja. Das Kapsulmonster Kettenhund schließt sich an. Gib den Kettenhund einen Namen.
Ja! Ich gebe mir einen Namen. Nämlich nenne ich ihn nach einem Kumpel von mir. Rio, wer ihn noch nicht kennt, mit dem habe ich Let's Play Sieger von Mars 2 gemacht. Auf seinem Kanal könnt ihr euch das angucken. Ja, an dieser Stelle grüße ich Rio natürlich. Könnt mal auf seinen Kanal gucken. Ich werde ihn natürlich verlinken. Ja, wenn euch gefällt, abonniert ihn doch. Falls ihr es noch nicht habt. Ja. So, jetzt zeige ich euch erstmal das mit den Kapselmonstern. So, hier haben wir ihn. Guten alten Rio, Level 1. Rasse, Feuer, Stamm, Kettenhund. So, wir können diese Tiere füttern. Da oben steht immer, was sie haben wollen. Das ist natürlich das optimalste Futter, aber man kann immer probieren. Manche Sachen mögen sie, manche mögen sie halt eher nicht. Aber Lederschild müsste ich eigentlich haben. Ist es doch. So, sehen wir da oben, Smugger, ja, 3 Punkte kommen. Kraftmesser. Aber ich glaube ich auch. Okay, mal sortieren. So, jetzt. Nee. Habe ich jetzt nicht. Naja. Ich warte mal einen Moment. Man kann es mit anderen Items machen, aber so funktioniert es halt. Wenn der Balken voll ist, er kann natürlich auch leveln. Dann verwandelt er sich. Dann verwandelt er sich in seine nächste Stufe. Mit er natürlich auch stärker und so weiter. Und er kämpft in der Party natürlich mit. Was ich auch ganz cool finde. So, Dele. Zeige ich euch das Ganze mal. Angriff. Wobei, wir können Rio nicht steuern. Der greift von alleine an. Ah, das ist jede Runde. Das ist nicht irgendwie zufallbedingt, der greift jede Runde an. Nur was für eine Attacke er macht, am Normalschlag oder irgendwie so ein Special, das ist halt den Zufall überlassen und ja, gewonnen. Oh, stimmt, hier war der Schalter. So. Mehr Büsche. Zack, zack. Ah, cool, Treppe erscheint. So, Brücke bauen. Ja, wir müssen wohl da hoch. Links oder rechts? Keine Ahnung. Probieren wir mal links. Okay, falsch. Dann rechts. Ja, wer hätte es. Was mache ich denn? Okay, Angriff, Jungs und Hunde. Blam. Serio, das machst du ganz gut so. Wieso kann ich eigentlich hier nicht auf so gegen Rio tauschen? Dass ich Rio steuere und hier einfach so dumm neben dran steht. Ah ja, jetzt kommt so langsam die Erinnerung wieder. Soll ich mit diesen Eisblöcken arbeiten? Aber ich habe keine Ahnung mehr. Wie und ja, wo man die da hinschieben muss. Na egal, ein bisschen ausprobieren, dann komme ich schon irgendwie dahinter. Ah, sehr gut, wir können speichern. Super. Ja, dann.